Karl-Emil Kunz liebt es, ans Limit zu gehen. Beim Kochen, beim Laufen und beim Autofahren. Sein Mercedes Cabrio ist getuned und fast 300 km/h schnell. Weil Kunz aber auch ein Vernunftmensch ist, würde er die Grenzen seines fahrerischen Könnens niemals auf öffentlichen Straßen austesten. Das tut er lieber auf abgesperrten Strecken, beim Sportfahrertraining auf dem Hockenheimring. 457 PS, 0 auf 100 in 4,5 Sekunden, VMAX 310. Das Trainingsfahrzeug lässt das Herz des Kochs höher schlagen. Hammer, der Hammer. Fahren auf Zeit auf einem abgesteckten Parcours, eine Herausforderung. Ich bin zu zaghaft gefahren. Ärgert mich schon ein bisschen, ja. An sich selbst stellt Kunz die höchsten Ansprüche. Auf der Rennstrecke wie am Herd. Bei mir gibt es keine halben Sachen. Das wissen auch meine Köche. Bei mir schlürpst keiner durch die Küche. Es ist einfach so, ich habe ein gewisses Anspruchdenken. Das erwarte ich von mir. Und versuche das auch immer irgendwo auf meine Mitarbeiter umzumünzen. Und ich habe mir von klein auf immer gesagt, wenn ich was nicht kann, dann lasse ich es die machen, die es besser können. Und ich mache das, was ich gut kann. Und das möchte ich super gut machen. Meistens gelingt mir das auch. Doch eins ist dem Koch aus der Pfalz noch nicht gelungen, obgleich er seit Jahren hart dafür schuftet. Ich hätte gern einen Michelin-Stern mehr, also gern zwei. Und das ist mein Traum. Ich werde, denke ich, so lange daran arbeiten, bis es vielleicht auch irgendwann einmal klappt. Und ich weiß nicht, ich denke immer jedes Jahr, wir sind auf dem besten Weg und jetzt müsste es doch klappen und dann ist es wieder nicht so und okay. Kurzes Gespräch mit meinen Jungs in der Küche und dann sage ich, auf geht's Jungs, nächstes Jahr aufs Neue und so ist es eigentlich immer. Der Höhepunkt des Fahrertrainings mit Vollgas über den Grand Prix-Kurs. Ja, der gibt schon Speed, also so ist es nicht. Das ist schon so, dass es hier also richtig zur Sache geht. Gell? Das geht jetzt auf gut Pfälzisch sauschnell, wo du über dem Limit bist. Also da brauchst du gar nicht viel. Oh, bei mir ist die rote Lampe an. Also Tanklampe. Der Instruktor funkt, das Benzin reiche noch für zwei Runden. Ein Irrtum. Oh, mehr in Kehrsprit mehr. Das war der Sprit. Für den schnellen Koch bedeutet das das vorzeitige Aus auf dem Ring. Harry? 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 Hallo? Wir stehen und haben keinen Sprit mehr in der Mercedes oder warte mal, in irgendeiner Kurve. Der Hobbyrennfahrer allein gelassen auf der Strecke und Hilfe nicht in Sicht. Da stehen wir jetzt. Ein Retter naht. Okay. Geht bis heim? Geht bis rein. Es hat dann wahrscheinlich eine Kurve einfach. Ganz langsam, ja. Genau. Jetzt geht's wieder ganz normal. Fahr hinein, ja. Okay. Das Ende kam unerwartet. Doch dem Küchenchef bleibt ein Quantum Trost. Ist ja. Unserem großen Schummi auch schon passiert, dass kurz vor Zieleinlauf der Sprit zu Ende war. So spielt das Leben, aber es war trotzdem ein tolles
Fahrradtraining, also wirklich absolut perfekt. An der Elbe werden in einer Stunde die ersten Gäste erwartet, die im Lückanar einen Tisch fürs Abendessen reserviert haben. Und auch die Köche und Kellner in dem Sterne-Restaurant sollen nicht hungrig ans Werk gehen. Es ist Personalessen. Es ist jetzt 18 Uhr. So, ja, doch gleich 18 Uhr. Und jetzt gehen wir essen. Und heute gibt es. Was habt ihr gemacht? Currywurst. Currywurst mit Kartoffeln. So lecker. Ja, lasst euch mal schmecken. Einfache Speisen wie Currywurst, Gulasch oder Spaghetti mit Tomatensauce bereiten die Köche für sich und ihre Kollegen zu. Auch beim Personalessen legt der Chef Wert auf beste Zutaten. Und nicht nur das. Müssen alle am Tisch sitzen? Ist das Pflicht? Ich möchte hier ein Team haben. Ich möchte nicht Einzelkämpfer haben. Und wenn wir alle zusammen sitzen, dann ist es erstens ist es gut, man kann miteinander unterhalten. Es ist gut für die Kommunikation, für die Stimmung ist es gut. Und es gibt mir das Gefühl, dass es wie so eine kleine Familie ist. Und das ist mir sehr wichtig. Also einmal am Tag muss das so sein. Das ist Florian, komm, geh mal essen. Während des Essens jede Menge Anrufe, Tischreservierungen. Begehrt sind Plätze mit Elbblick. Manche Gäste meinen, sie hätten einen Anspruch darauf. Restaurant Le Canal, schönen guten Abend. Immer freundlich bleiben heißt die Devise, auch wenn es manchmal schwerfällt. Okay, sagen Sie mal einen schönen Gruß und schönen Abend. Tschüss, danke. Weißt, das ist so, natürlich wurden die paar Mal am Fenster platziert sozusagen und dann irgendwann rufen sie halt dann alle 5 Monate an oder 4 Monate an und wollen sie dann immer noch am Fenster sitzen. Das geht nicht. Dienstag, Ruhetag im Gourmet-Restaurant zur Krone in der Pfalz. Chefkoch Kai-Emil Kunz hat Zeit für seine Familie und steht in der Küche. Es gibt, wie so oft, Pizza. Selbstgemacht, versteht sich, und alle packen mit an. Jetzt ein Fisch drauf drücken, schon ist der ganze Teig da. Und schon ein bisschen Zwiebel drin, aber. Auch in die private Küche lässt der Sternekoch nur ausgewählte Produkte. Das sind frisch pürierte Tomaten. Wir haben eigentlich auch hier ganz, ganz leckere Zutaten. Und ich glaube, wenn man die Kinder schon rechtzeitig dazu hinführt, aus gutem Material kann man gute Speise machen. Und dementsprechend schmeckt es auch. Und dann haben die auch Freude an gutem Essen. Machen wir ein bisschen Schinken auch drauf. Das gibt eine tolle Pizza. So haben die noch gar keine gebacken. Und? Gut? Zufrieden? Das Leben der Familie spielt sich eigentlich nur in der Küche ab, beruflich wie privat. Den Luxus, was wir haben, weil wir einfach sehr oft auch unsere Pizza backen, ist einfach ein toller Pizzaofen, also ein Backofen mit so einem schönen Stein. Und da kann man dementsprechend auch, schmeckt die Pizza also richtig, richtig gut und groß gebacken. Ich meine, natürlich haben wir hier auch für die Jugend ein Gerät, Mikrowelle, was sehr professionell ist. Und ich meine, wenn die Kinder mal abends, wenn sie allein sind und der Papa drüber noch was fertig gemacht hat für abends, und dann nimmt man es halt und schiebt es kurz rein und dann ist es ratzfatz warm. Aber Fertigfutter wird dort nicht zubereitet? Um Himmels Willen, nein. Manchmal ist dienstags der große Sohn zu Besuch. Der heißt auch Karl Emil, ist auch Koch und arbeitet im Münchner Zwei-Sterne-Restaurant Tantris. Irgendwann einmal soll er die Krone von seinem Vater übernehmen. Abends muss er zurück nach München, um am nächsten Morgen um 8 wieder am Herd zu stehen. Ja, und ich bin der, der spült. Das ist halt so. Ohne Spülmaschine jetzt hier? Ohne Spülmaschine, ja. Also wir haben es ja vorgezogen, einen Klimaschrank hier reinzustellen, wo ehemals die Spülmaschine war. Ich meine, wir möchten auch was Leckeres bringen und wohltemperiert. Und haben uns da so einen kleinen Klimaschrank einbauen lassen. Ne? Und zum guten Schluss, die Kleinen sind im Bett, die Großen sind aus dem Haus und Papa und Mama spülen. Also so ist das wie im richtigen Leben. Auch beim abendlichen Spülen kommt kein Zweifel daran auf, wer der Chef im Hause Kunz ist. Ja. Guck, dass du kein Wasser reinkommst, sonst ist das Rollholz kaputt. Ja. Oh, typisch Frau, ne? Nee,
Das, das Schlimmste für ein Rollholz ist, wenn das Kugellager, wenn das Flüssigkeit kriegt, dann ist es kaputt. Das Rollholz kann man vergessen. Feierabend in Luxemburg. Nur wenige Kilometer von ihrem Restaurant entfernt residiert Spitzenköchin Lea Linster in einem selbstentworfenen Glaspalast. Hier kann sie vom Alltagsstress am besten abschalten. Heute gibt es für den Freund ein luxemburgisches Nationalgericht. Also jetzt plötzlich hat man mich noch gefragt, Sie sind Sterneköchin und Sie machen uns jetzt hier so eine Suppe. Da habe ich auch die bunten Schluck gemacht. Und dann habe ich gesagt, es gibt keine Sterne dieser Welt, die mich davon abhalten werden, eine gute Bohnenschlupf zu kochen oder eine andere sehr gute Suppe. Und Suppen sind was Wunderbares. Das ist das Schönste, was man in der Familie so essen kann und ohne Zwang. Und es ist wunderschön. Die Mutter hat keinen Stress, die Esser haben keinen Stress. Und wenn man dann nachher einen sehr guten Schinken oder ich liebe auch danach sehr guten Käse mit ein bisschen feinem Brot und so, einen guten Wein dazu, dann ist das ein Festmahl. Alles, was dran ist, ist weiß. Also keine Karotten, sonst wird es eine banale Gemüsesuppe. Da muss man sehr gut aufpassen. Einfach nur Bohnen, Sellerie, Zwiebel, Porree. Das sind hier eher aromatische Gemüse. Ich mache es ein bisschen mehr, da wird es noch gesünder. Und dann diesen Keimling hier raus, der muss raus. Man sagt ja, ich vertrage keinen Knoblauch für dieses und für jenes. Und das kommt alles von dem Bösewicht hier. Also raus mit dem. Denn der ist unverdaulich. Der macht diese Gase, der macht alles. Und dann schneide ich ihn ein bisschen klein. Den brauche ich jetzt nicht alle hier. Und dann schneide ich ihn klein und mache ihn unser Süppchen dazu. Suppe als Haute Cuisine. Die Zubereitung macht's. Töpfe spielen schon eine große Rolle so für Köche. Die müssen gerade sein, damit die Hitze richtig geleitet wird. Es soll ja, wir sind ja alle, wollen ja alle aufpassen auf Energie und so. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir beim Kochen so kannst du mit den Töpfen kannst du viel Energie verplempern, gell? Wenn das nicht ganz gerade aufkommt, dann funktioniert das ja Induktion, dann funktioniert das gar nicht. Ich werde jetzt das Wasser zum Kochen bringen, dann ziehe ich es runter und das ist dann für unsere Mettwürste und für den Speck. Kochen als Balsam für die Seele. Zu ihrem Beruf als Köchin kam Lea Linster zufällig. Eigentlich wollte sie Juristin werden. Erst als ihr Vater erkrankte, übernahm sie das Familienrestaurant und fing eine Kochlehre an. Damals, als ich meinem Vater gesagt habe, ich werde dir einen Stern in dein Haus machen. Damals war ich ja relativ klein, da wusste ich nicht mal, was es war. Aber 5 Jahre später hatte ich einen. Und das ist dieser Willen, und dass man das Bessere machen möchte. Und wir kochen immer so, dass es zwei sein. Wenn du einen halten möchtest, wenn du den einen sicher halten möchtest, musst du kochen, als hättest du zwei. Es muss nicht immer Kaviar sein. Die Kunst der Sterneköchin ist es, auch aus einfachen Zutaten ein kulinarisches Gericht zu zaubern. Jetzt noch unseren Speck da rein. Schwupps. Vom Salz her schmeckt perfekt, also ich brauche kein Salz nachzumachen. Nachher kommt noch, wenn ich lasse das jetzt einmal aufkochen, dann mache ich die Kartoffeln dazu. Und dann haben wir ja, 30 Minuten, muss das kochen. Zu Hause schmeckt es Lea Linster am besten. Nur selten ist sie zu Gast bei Kollegen. Auf der einen Seite vielleicht bin ich ja Köchin, das ist klar. Auf der anderen Seite bin ich eine Genießerin. Und wenn ich in einem Lokal sitze und die Gäste da sind, dann genieße ich das enorm, dass ich mir keine Gedanken dafür machen muss, sondern nur das, was ich bekomme und die Ambiance alles genießen kann. Und das ist, glaube ich, eine große, da bin ich dem Herrgott dankbar dafür, dass er mir das gegeben hat. Gemeinsame Stunden mit Lebensgefährte Sam sind rar. Trotz der wenigen Freizeit hat die als Königin des Geschmacks betitelte Köchin nie ans Aufhören gedacht. Ein Ende ihres kulinarischen Einsatzes ist nicht in Sicht, aber vielleicht ein zweiter Stern? Das ist Sterneküche. Wenn es richtig gut gemacht ist, dann ist es immer Sterneküche, wenn es vom Feinsten ist. Das nennt man zwar Hausmannskost, aber auf Sternenniveau. Gute Vorbereitung ist das Wichtigste für jeden Profikoch. In der Herxheimer Krone hat Karl Emil Kunz die Soßen für den Abend angesetzt. Für die ist er berühmt. Manche Gourmets reisen von weit her an, nur um seine Soßen zu kosten. Hier habe ich so eine Pimento-Paprika-Velouté. Hier haben wir so ein Fumé,
Also das ist wie so ein reiner Sud. Hier, da habe ich so eine Curry-Zitronengrasensoße. Jetzt habe ich hier noch eine wunderbare Trüffelsoße. Ich bin ein reiner Soßenfreak und habe selbst gern so richtig hammermäßige Soßen. Also die Soßen sind für mich eigentlich das A und O bei einem Gericht. Weil er sie selbst so liebt, träufelt der Sternekoch seine Soßen nicht nur in homöopathischen Dosen auf die Gerichte, wie das bei vielen seiner Kollegen Usus ist. Bei Kunz gibt es immer Soße satt. Wenn die Gäste da sind, läuft die Maschinerie in der Küche auf Hochtouren. Und doch präzise wie ein Uhrwerk. Ein Lachs, wie lange warten wir noch? Ja, aber dringend Nudeln, bitte. Hopp, Junge, auf und schnappt da das Ding her und mach nicht lange rum. Hey. Jochen, gibst du die Garnele raus, bitte? Granate, mach mal du die Ende, Jochen. Ja, hab ich jetzt gerade rausgeholt, gerade vor 3 Minuten. Dann können wir machen 3 Jakobsmuscheln. Hier, einmal kein Fleisch. Granate machen wir so circa 8 Minuten. Die Päckle bitte anrichten. Machen wir 1 Lachs, 3 Jakobsmuscheln. Dann haben wir jetzt gleich hier den eine Jakobsmuschel mit der Graupenrisotto, ne? Für den Vegetarier. Genau. Hektik in der Küche sieht anders aus, sagt Kunz. Es ist ruhig. Zu ruhig. Der ist antistressig heute Abend. Also es ist viel zu wenig. Das Gourmet-Restaurant ist voll, Gott sei Dank. Aber also so wie jetzt heute Abend in der Pfälzer Stube, also im Regionale, das kenne ich eigentlich bei uns eigentlich nicht. Das ist völlig abnormal. Also so wie heute. Wir haben auch etliche Stornos, also was größere Gruppen betrifft. Wir haben auch etliche Tagungen, die storniert sind. Und jetzt bedingt durch die ganze Situation, die wir jetzt haben, dürfte die noch viel dramatischer sein. Also ich meine, das kann keiner schönreden. Und ich habe letzte Woche 2 gravierende Telefonate gehabt, auch von Sternekollegen. Die haben absolut Einbruch, also zwischen 40% und 50%. In Hamburg ist die Krise noch nicht mit voller Wucht angekommen. Noch ist das Kanar jeden Abend gut besucht. Noch bestellen die Gäste üppige Menüs und bezahlen für ein gediegenes Dinner for two 300 Euro und mehr. Noch werden Hummer, Biolachs und Garnelen mit derselben Akribie und demselben Enthusiasmus zubereitet wie immer. Das ist Salzwassergarnelen. Salzwassergarnelen, aber Riesengarnelen. Ne? Und da wiegt schon einer so 180 Gramm. Und aus Indonesien kommen die. Schmecken auch gut, das Fest vom Fleisch. Ne? Aber ich gebe auch manchmal Krustentiere oder Schalentiere, die sind etwas mehlig. Das ist furchtbar, kann man nicht damit arbeiten. Das hat eine schöne, feste Konsistenz. Freue mich auf. Es macht Spaß. So, ne? Jetzt haben wir die Steinpilze bekommen. Und jetzt muss man schauen, was man dafür verlangen. Weil das sind teuer, Steinpilze sind teuer. Ja. Mitarbeiter sind teuer. Das Team in der Küche arbeitet in perfekter Harmonie. Der Service agiert aufmerksam und zuvorkommend. Es könnte ein so schöner Abend sein, wenn da nicht ein paar nörgelnde Gäste wären. Femke, mach da ein bisschen Fenster auf. Ja, ein bisschen durchlüften. Ja, ist halt so, mein Gott. Die Stimmung ist getrübt im Restaurant. Vernebelt gewissermaßen. Zumindest an einem Tisch. Ja, wir haben eine Dame, die hat etwas zu viel Parfum erwischt. Und ein anderer Tisch hat sich beschwert. Wo kann ich nichts machen? Aber der sitzt zwar nicht daneben, 2 Tische weiter, aber anscheinend ist es wirklich so intensiv, ja, dass sie sich dadurch gestört vorkommen und wie so ein Fenster aufmacht. Ungeachtet der Irritationen im Gastraum geht der Betrieb an den Herden weiter. Das ist unsere Empfehlung des Abends. Das ist jetzt die Salzwassergarnele mit sortierten Steinpilzen und etwas Schmortomate oder Tomaten, besser gesagt. Das Gemüse, bitte. Die Salzwassergarnele, die werden hier etwas in Olivenöl angeschwitzt. Und jetzt habe ich etwas Butter
Thymian, Rosmarin, Knoblauch dazu gegeben. Und in der Zeit mache ich jetzt die Pilze fertig. In dem Fall das Gemüse dazu. Ein paar Butterflocken. Ich probiere noch einmal so anrichten. Super, bitte. Ein Gericht ebenso simpel wie köstlich, das sich auch zu Hause zubereiten lässt. Vorausgesetzt, man verwendet erstklassige Zutaten. Haben wir etwas Croutons, bitte, garde manger? Gute Produkte, einfach zubereitet, genial. Tomaten so. Was soll ich jetzt großartig drumherum machen? Das ist perfekt, sieht doch toll aus. Die Croutons. Ah, super. Da beneide ich den Gast. Würde ich auch gerne essen. Die Gäste wissen die einfache Küche auf allerhöchstem Niveau an diesem Abend zu schätzen. Die Gambas. Guten Appetit. Unsere Empfehlung des Abends: Steinpilze mit den gebratenen Riesengarnelen. Ausverkauft. Circa 10-mal verkauft bis jetzt. Vorspeise, Hauptgang, Zwischengang. Ist doch super. Freue mich. Wirklich. Kann ich wieder morgen frische bestellen, wenn gute wieder auf dem Markt sind. Gute Steinpilze vor allem. Und lieber aus und fertig, als wie zu viel im Kühlhaus haben. Das bringt auch nichts. Wenn die letzten Gänge serviert sind, die Gäste Espresso und Digestif geordert haben, heißt es relaxen für die Küchenmannschaft. Aber nach dem Service ist vor dem Service. Die folgenden Tage wollen geplant sein. Ihr wisst, ne? Die ganze Woche ist ausgebucht. Also. Vom Krisengerede will sich Ali Güngör Müs nicht kleinkriegen lassen. Ja, wenn es einem Unternehmen gut geht, geht es einem auch selber sehr gut. Ich sage immer wieder, wenn es einem Unternehmen nicht gut geht, dann geht als erstes immer das Personal. Das ist einfach leider so. Und das möchte ich einfach. Ich möchte nie in so eine Situation kommen, um jemandem zu sagen, ich kann mir sie nicht mehr leisten. Das ist für mich, wäre für mich eine persönliche Niederlage und das möchte ich nicht. Eher im Gegenteil, eher möchte ich lieber Leute einstellen, eher möchte ich lieber Leuten die Möglichkeit geben, hier noch mehr zu lernen, als wie jemandem zu sagen, nee, sie müssen gehen, weil ich mir das nicht mehr leisten kann. Doch eines ist sicher, auch erfolgreiche Sterneköche steuern schweren Zeiten entgegen. Kochkurse geben, Kochbücher schreiben, Kochshows moderieren und nicht zuletzt kochen. Die erste Liga der deutschen Köche lebt permanent am Limit. Der absolute Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Kümmel und karamellisierender Zucker, das könnt ihr euch merken. Für manche der einzige Ruhepol im rastlosen Alltag, die Familie. Guten Morgen. Sterneköche immer unter Beobachtung, immer auf der Hut vor Restaurantkritikern und Testern. Man läuft auf einen Rasierklingen und man muss aufpassen, sich nicht zu schneiden. Die Helden des Herdes, ständig unter Strom. Das ist unser Focaccia. Focaccia vor 4 Jahren wusste ich noch gar nicht, wie das geschrieben wird. Jetzt weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß deswegen, was es sein soll. Italienisches Flachgebäck. Wir sind Fanatiker nach Qualität. Und Qualität, man kann nicht erklären, man hat im Kopf oder man hat es nicht. Begabung, Ehrgeiz, Besessenheit. Die Triebkräfte der Besten. In jeder Ortschaft, es gibt die Kirche, dann den Maibaum, dann Rathaus, Friedhof und italienische Restaurant. TV-Köche im Zwiespalt. Fürs Fernsehen und im Sterne-Restaurant kochen, zwei Welten. Wenn ich das jetzt zubereiten würde im Fernsehen, dann würde ich jetzt nur einen Teil rausnehmen. Ich würde die Jakobsmuscheln rausnehmen, ich würde das Pilzdüchsel rausnehmen und den Lauch. Fertig. Einmal 6 Hülter kleine bitte. 2 Trio krieg ich sofort bitte. Wie lange brauchst du dafür ungefähr? Service bitte. Möchte jemand, hat keiner Lust oder so? Dann komm, musst du ja oder nein sagen. Hallo, Kuckuck. Der tägliche Stress am Herd. Belastungsprobe für die Nerven. Dann stand ein Freund in der Küche, hat das ganze Drama miterlebt und gesagt, du bist das größte menschliche Schwein, was ich hier gesehen habe. Haute Cuisine auf Fränkisch.
Im Posthotel von Wirsberg kocht Alexander Herrmann, TV-Liebling, Buchautor und nicht zuletzt erfolgreicher Sterne-Gastronom. In 9-4 HP Amüs, danach 4x5 Gang. Mach mal flacher. Weil den kriegen wir sonst nie draufgestellt. So dass es flacher liegt, weil das ist zu hoch, da rutscht es nachher runter. Unter den Fernsehköchen ist er eine Ausnahme. Wo ist denn der Kräutersalat eigentlich? Wer macht denn den? Haben wir das jetzt schon abgestimmt? Anders als viele seiner Kollegen, die unablässig auf dem Bildschirm präsent sind und eher sporadisch Gastspiele in ihren eigenen Restaurants geben, steht Herrmann fast täglich in seiner Küche. Dort mixt er fränkische Tradition mit der Molekularküche des Katalanen Ferran Adrià. Das hier ist eine ganz dünne Schicht aus Gelee. Und innen drin, man sieht es jetzt auch, ist es flüssig. Und es wird nachher auf so einen Löffel angerichtet, ähnlich wie hier, nur liegt da unten dann ein Lachs-Tatar. Und da ist dann oben diese, ich nenne es jetzt mal Salatpraline oben drauf, aber die ist flüssig. Und das musst du dann auf einmal im Mund nehmen und dann schmeckst du erst den Fisch und dann zerplatzt die ja. Und dann hast du im ganzen Mund plötzlich diesen Geschmack von dem Salat. Und damit vermischt sich das natürlich mit dem Lachs und dann ist es auch ein bisschen ein Temperaturunterschied, weil der Lachs ist ja kühler, das ist wärmer. Das ist unglaublich. Also das ist, man kann sagen, das Esserlebnis wird über die Wahrnehmung verändert, gesteuert oder sage ich sogar mal auch noch einmal ein bisschen nach oben gehoben. Herrmanns Rezepte entstehen eher im Kopf als aus dem Bauch heraus. So gesehen ist spanische Avantgarde auch hinten irgendwo in Oberfranken angekommen. Die Salatpraline, nur ein Element einer aufwendigen Vorspeise. Das ist jetzt viermal Lachs. Das eine ist Tartar und hier drüben ist es als Carpaccio. Das ist Carpaccio, das ist Tartar. Diese zwei sind lauwarm gebeizt. Und jetzt kommt's. Die Raffinesse bringt im Grunde eben der Salat mit. Also hier haben wir einen Kopfsalat, flüssig. Das ist jetzt Rucola, frittiert, also knusprig. Das hier ist ein Schaum vom Feldsalat. Und da haben wir einen ganz normalen Salat und den haben wir in Art Gelee-Cannelloni eingewickelt. Das bedeutet, dass du als Konstante immer den Lachs hast, aber als Unterschied oder die Nuance immer der Salat ausmacht. Das ist also viermal eine verschiedene Wahrnehmung von der Kombination Lachs und Salat. Zwei Dreigang und zwei Viergang neu. Jawohl. Christian, wie lange für die vier Hühner? Jawohl. In dieser Küche zählt nicht nur der Geschmack des einzelnen Gerichts, sondern die Dramaturgie der Speisenfolge. Auch ein Menü hat ja irgendwo so einen Spannungsbogen. Und ich habe es selber schon erlebt, zwei Extremfälle. Das eine ist, du gehst essen und bevor du überhaupt die Vorspeise hast, hast du schon irgendwie so 15 Amüsgül gehabt. Das macht dich zwar nicht satt im Bauch, aber es macht dich satt im Hirn. Weil alles andere, was danach kommt, sinkt ja im Grunde ab. Weil du irgendwie schon fast schon überreizt bist von Aromen und Konsistenzen alles drum und dran. Also musst du eigentlich langsam beginnen. Und jetzt kommt aber der nächste Punkt. Die Gerichte unterscheiden sich zwar schon inhaltlich, aber die sind sich zu ähnlich vom Charakter. Und damit erlebst du so ein Déjà-vu. Das ist wie Olivenöl. Das zieht sich heute in allen Menüs immer so durch. Du kriegst vom ersten bis kurz vor dem Dessert hast immer Olivenöl, Olivenöl, Olivenöl. Und damit genauso immer Kräuter, 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 immer Gewürze, Gewürze, Gewürze. Und damit habe ich mir im sensorischen Menü gesagt, ich möchte die Spannung erhalten. Das heißt, es gibt nur ein Gericht, was wirklich mit Olivenöl zubereitet ist. Und es gibt nur ein Gericht, wo wirklich Kräuter eine Rolle spielen. Oder eins, wo wirklich Gewürze eine Rolle spielen. Das heißt nicht, dass es in den anderen Gerichten nicht stattfindet, aber nur unterhalb der Wahrnehmungsgrenze. Schmecken, wo man isst, lautet ein Credo des Sternekochs. So haben alle Gerichte in einem seiner Menüs einen regionalen Bezug. Das ist jetzt ein Karpfen-Tatar, das wir in einem Krebsfond als Cannelloni anrichten. Und als Sockel unten drunter gibt es Speckgurken. Das heißt also, hier ist Gurke, frische Gurke, Salatgurke mit etwas Essiggurke in Speck eingewickelt und langsam gebraten.